Schönen guten Morgen, ich begrüße Sie zur ZIP um 9 Uhr. Steigende Infektionszahlen bringen jetzt also wieder schärfere Corona-Maßnahmen. In Oberösterreich einen Lockdown für Ungeimpfte ab Montag. Salzburg setzt auf Verschärfungen der Maskenpflicht. Vor allem beim Lockdown für Ungeimpfte sind aber noch einige Fragen zur Umsetzung und auch zur Kontrolle offen. Das alles wird heute bei einem neulichen Corona-Krisengipfel besprochen. Die Corona-Lage ist sehr ernst in ganz Österreich. Eine Entwicklung, vor der die Experten schon länger gewarnt haben. Wir gehen davon aus, dass es in den nächsten Tagen fünfstellig weitergeht. Es ist ja momentan noch kein Wendepunkt in Sicht. Wir sehen auch, dass die regionale Schere momentan auch weiter auseinandergeht. In Oberösterreich und Salzburg sind die Infektionszahlen besonders hoch. Oberösterreich setzt daher ab Montag auf einen Lockdown für Ungeimpfte. De facto ist das einer der ersten Fälle weltweit, dass sowas probiert wird. Das heißt, da fehlt uns dann einfach auch die Vergleichswerte, um einschätzen zu können, was für eine Bremswirkung kann man mit dem erzielen. Wie ein Lockdown für Ungeimpfte kontrolliert werden soll, ist unklar. Die Polizeigewerkschaft macht klar: Es geht hier um Auflagen der Gesundheitsbehörden. Deswegen sind die Gesundheitsbehörden aufgerufen, das zu kontrollieren. Und wenn es wirklich Probleme gibt, dann unterstützen wir gerne. Auch grundsätzlich muss dazu gesagt werden, in der Praxis werden diese Kontrollen nicht funktionieren. Es gibt also noch genug Gesprächsbedarf für den Corona-Krisengipfel im Gesundheitsministerium. Und aus unserer Innenpolitikredaktion ist jetzt mein Kollege Matthias Westhoff in unserem Analysestudio. Matthias, jetzt gibt es also heute wieder eine Krisensitzung zu einem Lockdown, von dem sich die Expertinnen und Experten gar nicht so sicher sind, ob er überhaupt die entsprechende Wirkung erzielt. Was ist denn von dieser Sitzung heute zu erwarten? Naja, vergessen wir nicht, da wird absolutes Neuland in Oberösterreich betreten. Wir kennen zwar unterschiedliche Varianten des Lockdowns, harte Lockdowns, auch regionale, aber wir kennen bisher keine, die zwischen Geimpften und Ungeimpften unterscheiden. Und der virologische Nutzen wird ganz wesentlich auch davon abhängen, ob sich eben die Menschen an diesen Maßnahmen halten, die Ungeimpften. Und das wird ganz wesentlich davon abhängen, wie kontrolliert wird. Und auch rechtlich sind noch einige Fragen offen. Viel Zeit bleibt da eigentlich heute nicht mehr, um das zu klären, denn nehmen wir eine Kleidungsgeschäftsbesitzerin in Linz her, die muss ja wissen, unter welchen Regeln sie am Montag aufsperren kann und muss und welche Kontrollen sie vielleicht durchführen muss. Jetzt sprechen wir von Oberösterreich, jetzt sprechen wir von einem Lockdown für Geimpfte. Wie schaut es denn eigentlich mit anderen Varianten des Lockdowns, vielleicht in anderen Bundesländern, vielleicht für ganz Österreich, vielleicht auch für alle, die auch geimpft sind, also grundsätzlich für alle, so wie wir einen Lockdown schon kennen, aus? Ja, also wenn uns die Pandemie eines gezeigt hat, dann, dass man wirklich nichts ausschließen soll. Und auch in Oberösterreich haben wir ja innerhalb weniger Stunden einen Zickzack-Kurs gesehen. Die Experten der Corona-Ampel-Kommission, die sagen schon, es wird harte Lockdown-ähnliche Maßnahmen regional brauchen, also auch für Geimpfte. Das hat die Bundesregierung bisher kategorisch ausgeschlossen mit dem Argument, dass dann die sehr niedrige Impfquote nicht mehr ansteigen dürfte, weil ja ein ganz wesentlicher Impfanreiz wegfällt, wenn alle von diesen Maßnahmen betroffen werden. Was man ganz sicher oder mit großer Sicherheit sagen kann, ist, dass es einen Lockdown für Ungeimpfte bald im ganzen Land geben wird, denn in wenigen Tagen schon wird die kritische Auslastungsgrenze der Intensivstationen in ganz Österreich erreicht werden. Und insofern ist Oberösterreich jetzt ein Testfall für ganz Österreich. Und da ist es schon überraschend, dass die Regierung die letzte Sicherheitsstufe in ihrem Corona-Krisenplan, den Lockdown für Ungeimpfte, nicht besser vorbereitet hat. Vorausschauendes Krisen- und Pandemiemanagement sieht anders aus. Die Zahlen steigen also weiter, hoffen wir nicht mehr lange. Vielen Dank, Matthias Westhoff, für diese Analyse. Nach den Metallern beginnen sich jetzt auch die Lohnverhandlungen im Handel zu ziehen. In der Nacht ist die mittlerweile dritte Verhandlungsrunde nach 13 Stunden ohne Ergebnis abgebrochen worden. Die Arbeitgeber hatten ein Gesamtpaket vorgelegt, das den Arbeitnehmern aber nicht weit genug geht. Laut Wirtschaftskammer sei wegen der Einbußen durch Corona nicht mehr möglich, heißt es. Die Gewerkschaft berät dazu heute in einer Online-Sitzung über das weitere Vorgehen. Scharfe Worte gibt es vom UNO-Sicherheitsrat gegen Machthaber Alexander Lukaschenko und die Regierung von Belarus. Diese würden Menschen instrumentalisieren und die Außengrenze der Europäischen Union destabilisieren. So eine gemeinsame Erklärung der USA und anderer Länder nach einer Dringlichkeitssitzung, die wegen der Flüchtlingskrise an der Grenze zu Belarus einberufen worden ist. Für sie war es eine weitere Nacht in provisorischen Camps. Die dramatische Lage tausender Flüchtlinge an der Grenze zwischen Belarus und Polen war nun auch Top-Thema im UN-Sicherheitsrat. Die westlichen Staaten nennen Belarus eine Bedrohung für die regionale Stabilität. Nötig sei eine starke internationale Reaktion, um das Land zur Rechenschaft zu ziehen.
Diese unmenschlichen Handlungen müssen aufhören. Das Leben der Menschen darf nicht aufs Spiel gesetzt werden. Polen und andere EU-Staaten werfen Machthaber Lukaschenko ja vor, gezielt Migranten ins Land zu holen, um sie dann zur Weiterreise in die EU an die polnische Grenze zu bringen. Vermutlich will sich Lukaschenko damit für Sanktionen rächen. Die EU jedenfalls bereitet derzeit neue Strafmaßnahmen vor. Heute ist der letzte Tag des UNO-Weltklimagipfels in Glasgow, aber ob es danach gleich eine Abschlusserklärung gibt, ist fraglich. Es gibt zwar Fortschritte in einigen Bereichen, bei vielen Punkten sind sich die Verhandlerinnen und Verhandler aber noch uneinig. Gut möglich also, dass da bis über das offizielle Ende hinaus und bis ins Wochenende hinein noch weiter gefeilscht wird. Berichtet aus Glasgow Eva Böcksteiner. Abseits der großen Verhandlungsräume gibt es bei der Konferenz auch viele Gespräche bei den Pavillons der einzelnen Länder. Dolores aus Guatemala etwa möchte, dass die Bedürfnisse der indigenen Bevölkerung mehr berücksichtigt werden. Mehr finanzielle Unterstützung wünscht sich Magnus aus Nigeria. Sie haben uns Geld versprochen, das nie gekommen ist. Es muss endlich gehandelt werden. Die Höhe der Finanzierung ist ein umstrittener Punkt, genauso wie Kohle. Kohle ist die klimaschädlichste Form der fossilen Energien. Und ein Phase-out von Kohle ist einmal der notwendige, schnelle Schritt, damit wir weiterkommen im Klimaschutz. Das ist in den Schlussentscheidungen derzeit drinnen. Und wir werden alles daran setzen, dass es auch drinnen bleibt. Auch über den Emissionshandel und ein Regelwerk zur Überprüfung der Klimaziele wird noch heiß diskutiert. Ludwig Wittgenstein gilt mit seinen Sprachanalysen als einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Im Wiener Leopold-Museum ist jetzt eine Ausstellung zu sehen, die sich Wittgensteins großem Interesse an der Fotografie widmet. Fotos, die Wittgenstein selbst angefertigt oder gesammelt hat, sind in der Schau zeitgenössischer Fotokunst gegenübergestellt. Für Ludwig Wittgenstein war nicht nur die Sprache, sondern auch die Fotografie ein Medium zum Verständnis der Welt. Er sammelte Bilder und fotografierte selbst. Ab 1929 kommt die Fotografie in seinen philosophischen Schriften vor. Er verwendet sie, um bestimmte Sachverhalte zu exemplifizieren, vielleicht, wo er findet, dass Fotografie eine schöne Analogie ist zu einem Problem, das er veranschaulichen möchte. Wie bei der Sprache hinterfragt Wittgenstein, inwieweit Fotografie Realität beschreiben kann. Zeitgenössische Fotokünstlerinnen tun in der Ausstellung Ähnliches. Täuschend echt schlüpft Gillian Waring in die Rolle von Verwandten. Auf der Suche nach dem authentischen Porträt fotografiert sich Friedel Kubelka jeden Tag. Andy Neesend heißt ein Bild, das den entscheidenden Augenblick verpasst. Eine spannende Ausstellung über die Stärken und Schwächen des Mediums Fotografie. Heute könnte man wieder ein paar Nebelfotos machen. Wir sind beim Wetter für Österreich. Heute bleibt es in den meisten Landesteilen nebelig trüb. Auflockern kann es etwa in Oberkärnten, im Pongau oder im Ennstal. Sonst scheint im Bergland aber die Sonne. Sehr unterschiedlich die Temperaturen heute. Nur 3 bis 7 Grad bei Nieselregen im Nebel und um die 15 Grad etwa im Inntal. Morgen am Samstag ändert sich nur eines. In Westösterreich ziehen am Nachmittag ein paar Regenschauer durch. Am Sonntag regnet es auch im Süden ab und zu. Die Schneefallgrenze sinkt etwa in Nordtirol gegen 1200 Meter. Und mit diesen Aussichten darf ich mich von allen Zuseherinnen und Zusehern verabschieden, die wir Dreisat mit dabei waren. Mit lieben Grüßen aus Wien. Den sinkenden Schneefallgrenzen, die wir gerade gehört haben, hält Philipp Jelinek wachsende Skifahrermuskeln entgegen. Jetzt gleich hier in ORF 2. Die nächsten Nachrichten habe ich dann wieder in der ZIP um 13 Uhr für Sie. Schönen Vormittag jetzt mit Philipp.